Hallo. Вот. Добрый вечер, Hallo. Мария. Я надеюсь, вы лучше себя чувствуете сегодня к вечеру. Ja, Herr Kipping, ich hoffe, dass Sie sich heute besser fühlen am Abend. Es geht, es funktioniert. Все работает, okay, да. Нормально, danke. Спасибо. Мы только что посмотрели фильм «Страна за радугой», и сейчас будут вопросы по этому фильму. Wir haben eigentlich gleich jetzt den Film, Ihren Film «Das Land hinter dem Regenbogen» gesehen und jetzt werden die Zuschauer Fragen stellen, wenn sie nichts dagegen haben. Wunderbar. Super, отлично. Ну тогда давайте я пока задам вопрос. Вы говорили, что романтик это тот, кто чувствует тоску, но при этом мне кажется, что этот фильм создавался не в тоске, а скорее в какой-то эйфории, в творческом подъеме. Как вот вы опишете свои творческие ощущения от этого фильма, создания этого фильма? Gestern haben Sie gesagt, also Peter Rempel beginnt mit den Fragen und dann werden die Zuschauer anschließen. Er fragt, gestern haben Sie gesagt, dass romantische Bewegungen sind eher mit der Sehnsucht verbunden. Aber man sieht von dem Film ab, dass Sie vielleicht beim Schaffen dieses Filmes eher eine Freude oder eine Euphorie gefühlt hatten. Euphorisch. War das so? Also ja, das ganze Team war euphorisch. Das war fast unmittelbar nach der Wende. Und wir hatten irgendwo wirklich das Gefühl, Freiheit, was Freiheit ist. Also das ganze Team, ich habe das auch nie wieder so erlebt. Es war ein Mitarbeiten, es war ein Zusammenarbeiten, wie man es rühmt bei Bergmann, bei Fellini, also bei berühmten, sicher bei Tarkowski auch, also bei Leuten, wo das funktioniert, wo dieses kleine, was ja nicht demokratisch funktioniert, sondern aber eine kleine Handwerkerfamilie ist, so ein Filmteam. Und das war so positiv, das wollte unbedingt abrechnen mit allen Mängeln und Fehlern und da kam immer, das war ein Fluss, sagt man, nicht? Es war ein Floh hin und her, also es war wunderbar. И да, на самом деле вся команда, которая работала над фильмом, была в таком эйфорическом состоянии, это правда. Но это никак не рассогласовывается с идеей о том, что романтизм в первую очередь присущ тоске, потому что ну, вы знаете, что ну, такие гении режиссуры, как Феллини, Бергман и, конечно, Тарковский, они очень сильно страдали. И для нас было немножко иначе, потому что мы снимали этот фильм, вот, испытывая необыкновенное чувство свободы. И вот, ну, то есть первые какие-то демократические проявления, которые тогда появлялись, это настолько нас воодушевляло, мы испытывали настоящую эйфорию, да. В фильме кажется, что вот, это чувство свободы связано с тем, что стало разрешено показывать то, что раньше было запрещено, и какое-то удовольствие от этого факта. При том, что в вашем следующем фильме про Навальниса этого практически нет. А как вы соотносились вот с тем, что стало можно показывать, и с тем, что как бы вы сами хотели и нужно было показать? Also die Frage ist, in dem Film Das Land hinter dem Regenbogen sieht man, dass sie wirklich sehr frei waren und sie waren sehr froh, dass man das, was früher verboten war, jetzt erlaubt ist und sie konnten das freilich machen und man spürt diese Freude, aber in dem nächsten Film über Novalis ist es umgekehrt. Genau. Also irgendwelche Gründe dazu? Ja, es war eigentlich eine Katastrophe. Es war also nicht mehr das Team. Das war sozusagen dieses, wie gesagt, ich habe das nie wieder erlebt. Das Novalis-Team war zusammengestellt. Wilkening wollte Produzent werden und hat alle mit Verträgen natürlich so, wie das üblich ist, gebunden, aber alle kannten sich nicht. Es waren alles Leute, die sich überhaupt nicht kannten. Vorher kannte jeder den anderen.
es war DEFA-Personal und es war eine Abteilung der DEFA, die schon Jahrzehnte zusammengearbeitet haben. Und ich kam dazu als Inspirator gewissermaßen und wurde aufgenommen von der Familie. Es war eine Familie. Aber dann war es das Gegenteil. Jeder war für sich. Ich wollte ein normales Film machen. Natürlich in diesem Glauben, oh, das ist immer so wie beim letzten Mal. Aber das war genau das Gegenteil. Ich bin krank geworden. Wir haben nur im Winter gedreht, im Januar. Es war fürchterlich kalt. Genau das Gegenteil. Also es war kapitalistisches Kino. Es war kapitalistisches Kino, würde ich heute sagen. In Reinkultur, wo keiner den anderen getraut hat und keiner eigentlich. Man kann das nicht erklären. Wenn die Menschen innerlich keine Verbindung haben, kann man keinen Film machen. Das geht nicht. Ich habe trotzdem einen Film gemacht. Irgendwo dachte ich mir, die Bilder werden sich schon durchsetzen. Am Ende war gewissermaßen ein trotzdem durch. Wir müssen sozusagen das Geld ausgeben. Es muss unbedingt in einem Monat ausgegeben werden. Und naja, nur ist der Film so entstanden. Er hat im Grunde genommen keine innere Wärme. Das ist das Problem. Aber er ist natürlich auch, hat seine Großartigkeit, aber leider hat keine, er hat nicht diesen, ist das, was der andere Film hat. Mhm, alles klar. Значит, ну вот, если говорилось, что фильм про страну за радугой снимался командой, которая вся была в состоянии эйфории, там снимал, если я правильно, это я уже как переводчик, извините, уточняю, Дефа снимала, да? Первый фильм, студия, Питер, наверное, вы подскажете. Вот, то второй фильм про Навалиса, он снимался уже, ну, немножко в другом режиме. Там, во-первых, он снимался, чисто внешние обстоятельства были не очень приятные, была очень холодная зима, ну, и болели очень многие. Во-вторых, не было какой-то внутренней теплоты между... внутри съемочного коллектива, потому что это уже был, так сказать, капиталистический фильм. То есть, если сегодняшними словами говорить, там требования были, ну, там, когда он должен выйти, как-то было все, ну, не очень человечно, если можно так выразиться, поэтому вот второй фильм получился гораздо более пасмурный. Появились ли вопросы в зале? Ja, die Hallo. Fragen aus dem Zuschauer-Auditorium. Mhm. Ja, traut sich noch keiner. Immer ran hier, Leute, los. Ja. Сколько животных пострадало в процессе съемок? Die Frage ist, wie viele Tiere wurden während der Aufnahme wirklich gewundet oder irgendwie geleidet? Peter hat die mal zusammengezählt, es waren wohl 4 oder 5. Also es wurde mir ja immer zum Vorwurf gemacht, es ist auch ein Vorwurf, der ist vollkommen berechtigt, weil heutzutage ja kein Tier mehr getötet werden sein soll, will oder jeder Film brüstet sich damit. In Wahrheit sterben ja Menschen, also ihr wisst das selber, Menschen sterben. Und aber die Tiere sollen natürlich, ich habe nichts dagegen, dass kein Tier getötet wird. Ich habe das gemacht, weil ich innerlich zu war vom Tod, vom Töten, vom getötet werden. Ich musste mich irgendwo ausdrücken, damit ich das loswerde, dieses Blut. Peter hat gesagt, ich bin ein Mörder. Ja, in Bezug auf Tiere bin ich ein Mörder gewesen, als Kind. Ich bin gezwungen worden, Tiere zu töten, gegen meinen Willen. Ich wusste es ja nicht besser. Da waren noch nicht große Sprüche an der Wand, kein Tier töten. Menschen darfst du töten, aber kein Tier, um Gottes Willen. Das war noch nicht Mode. Действительно, 4 или 5 животных погибли. Но рассуждение следующее. Петр даже назвал меня убийцей, говорит господин Киппинг. Но я действительно убийца животных. Это правда. Но, во-первых, я вырос в деревне. И деревенским жителям просто приходится убивать животных, иначе не выжить. А во-вторых, вот такого жесткого требования, чтобы ни одно животное не пострадало, естественно, тогда не было. И сейчас его несколько возмущает, что вот это требование существует, и я ничего не имею против этого требования, что не должны пострадать животные, но людей убивать, видимо, можно, вот, ради бога.
Вот такое отношение. Auf einem Bauernhof ist es ganz natürlich, dass man Tiere tötet, um zu essen. Heutzutage glaubt man, die kommen alle so an wie im Supermarkt, die vorhanden sind, und dass Tiere gewissermaßen so existieren. Auf einem Bauernhof lernt man, dass man nur essen kann Fleisch, wenn man das Tier tötet. Wenn man es nicht tötet, kann man es nicht essen. Das ist, aber ich will mich darüber nicht aufregen. Ich finde es trotzdem schrecklich, dass ich die Tiere getötet habe. Aber ich bin es dadurch losgeworden, diesen Drang, ein Tier zu töten, weil ich gesehen habe, was es mit mir gemacht hat. Mir ist es dahinter nicht besser gegangen, als ich den Film gesehen habe, sondern schlechter. Und deshalb werde ich es das nächste Mal lassen. Ich werde keine Tiere mehr töten. Еще раз повторяю, что вот как представитель крестьянства изначально, в крестьянском хозяйстве просто невозможно выжить, если не убивать животных. То есть просто не будет белковой пищи, да, не будет мяса. И, ну, как бы если понаблюдать, ну, мы тоже, в общем, едим убитых животных. Однако, действительно, по прошествии времени, я, конечно, не очень бы хотел, чтобы гибли животные, но... На тот момент, при моем вот мировоззрении крестьянском, мне казалось, что это нормально, если это служит тем целям, которые были поставлены перед фильмом. Показать, ну, некоторые такие вот ужасные вещи, если можно так выразиться. Так вопрос такой. Вот я знаю, что вы, с одной стороны, цените Тарковского, а с другой стороны, среди немецких режиссеров Фассбиндера. А в этих, мне кажется, и тот, и другой чувствуется в этом фильме, то есть влияние того и того режиссера. Где, по-вашему, находится, в чем это влияние, в чем влияние Тарковского, в чем влияние Фассбиндера на этот фильм? Sie haben früher gesagt, Sie schätzen hoch Tarkovsky und Fassbinder. Und wir haben es auch in Ihrem Film gespürt, diesen Einfluss von diesen genialen Regisseuren. Und wo im Film würden Sie wirklich sagen, dass das hinter diesem Einfluss gemacht worden war? Also eine direkte Umsetzung gibt es nicht. Es sind die Persönlichkeit, es ist diese, die mich fasziniert hat. Dass da jemand war, der dies und jenes gesagt hat. Zum Beispiel wie Poesie, wir haben ja gestern darüber gesprochen, wie Poesie entsteht. Es ist die Wucht des Gedankens, die der Tarkowski formuliert hat, auch in seinen Filmen. Es ist diese Wahrheit, die er gezeigt hat. Es ist die poetische Kraft seiner Bilder, die hat mich überzeugt. Nicht, dass ich ihn nachahmen will. Das kann man versuchen, aber das halte ich für blödsinnig. Man kann natürlich jemanden nachahmen, aber da bleibt man nur ein Nachahmer. Wenn man zu sich selber kommen will, und kann man einen Mann beobachten, der zu sich selbst gekommen ist, unter Schmerzen, unter Todespein, wenn man so will, als ob er deshalb mit dem Tode bestraft wird. Na und? Aber er hat die Wahrheit gesehen, er hat die Wahrheit erkannt, er hat sie angefasst, er gestaltet sie in seinem Film. Das ist das Wichtige. На самом деле на меня оказали действительно огромное влияние оба эти режиссера, но я бы не стал говорить, что я, ну, прям вот под воздействием их творчества какие-то конкретные моменты в фильме сделал. Это общее влияние, то есть отношение к их отношению, отношение Тарковского к поэзии, к романтике, к каким-то событиям, вот это повлияло на меня в целом, и, видимо, это как-то вот видно в фильме. Ну, вот так назвать конкретные моменты, которые прям вот я пытался, ну, как бы скопировать у великих, такого я считаю нет. Мне кажется, что я этого все-таки не делал. Еще вопросы? Вот здесь вот есть. Я хотел бы задать два вопроса. Я связаны с Гёте. Первый вопрос, цитирую, «Без носа, по выражению Гёте, никудышная портретистка, якобы придает лицам какое-то фальшивое, неправдоподобное выражение. Конечно, он не тот, кто, подобно Навалису, мог приравнять ее к природному началу, романтизирующему жизнь». И вопрос, соответственно, связан именно, где для вас грань между романтическим и неромантическим? Как вы могли бы это писать? И второй вопрос, соответственно, Гёте в последний год своей жизни писал в одном из писем, что крест – это самый уродливый образ из всех, которые были на Земле.
тоже хотел бы услышать, как вы понимаете эту фразу. Also, es sind zwei Fragen und die beiden sind mit dem großen Goethe verbunden. Und zwar, die erste Frage war, Goethe schrieb, dass der Tod eigentlich der schlechteste Porträtist ist. Also, der Tod malt schlecht. Und was meinen Sie dazu? Also, was würden Sie dazu sagen? Und zweite Frage ist, Goethe... Entschuldigung. Goethe schrieb viel über Romantismus und wo sehen Sie selbst diese Linie zwischen dem Romantismus und Nicht-Romantismus? Und wie zeigen Sie das vielleicht in Ihren eigenen Werken? Also bei Goethe ist eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, Romantik etwas Krankes. Also da fallen immer wieder Worte, wenn er über Romantik redet, über die sogenannte Romantik, dass das eine kranke Sache ist. Sorry. Ich fange mal mit der zweiten Frage an, weil ich die erste nicht so ganz verstanden habe. Mhm. Aber der Tod, meistens ist es doch so, dass man damals... Also wenn Goethe hat, von dem her, was ich weiß, einen großen, großen Bogen um den Tod gemacht. Als Schiller krank war und sterbenskrank war, ist er nicht zu ihm gegangen, obwohl es sein bester Freund war. Also Goethe hatte Respekt vor dem Tod, sage ich mal so. Er wollte ihn noch nicht mal beschreiben, er wollte ihn noch nicht mal... Die Romantik, zur zweiten Frage, die Romantik war für Goethe, vielleicht war das aus seiner Sicht sogar vernünftig, das zu sagen, etwas Krankes. Weil er sozusagen der Gesunde war, er war ja auch, er lebte sehr gesund und lange und war auch überlegen als fast allen anderen. Und alle jüngeren Dichter, die zu ihm kamen, wurden ja abgeblitzt. Ob das der Lenz war, zu seiner Zeit noch, da war er auch noch jung, den hat er nicht an sich rangelassen. Goethe hatte ein Verhältnis mit dem August, mit dem großen Fürsten. Und das war ihm genug. Da war er geadelt, da war er auf einem Sonderen, auf einer Wolke 7 schwebte er dahin. Und alle die Jüngeren, Heine, Kleist, die sind bei ihm abgeblitzt. Die hatten keine Chance, sie brauchten bloß den Mund aufzumachen, dann durften sie wieder gehen. Das heißt, Goethe wollte mit der Romantik, insofern er sie nämlich als Krankheit bezeichnet, als ein krankes Bewusstsein, eine kranke Auffassung von der Realität. Er war der Klassiker. Er hatte sozusagen die Wahrheit gefunden. Für sich ist es auch richtig, für ihn ist es richtig gewesen. Aber die eben kamen, die himmelten immer irgendwelche Dinge an, Halbwahrheiten, Schatten, die Nacht, der Novalis, um Gottes Willen, der Hymnen an die Nacht. Für Goethe ist das unvorstellbar, jedenfalls in dieser, für ihn war es Schwulst, waren es falsche Gefühle, das war ungesund. Wer sich in die Romantik begibt, ist krank und der flirtet mit dem Tod. Der ist im Grunde genommen schwindsüchtig, weil das war ja die Hauptseuche damals, dass sie alle an Schwindsucht starben, gewissermaßen. Ob Novalis oder Schiller, die schwanden dahin. Und Goethe war gesund. Der war Klassiker. Und warum sollte er das nicht sagen? Romantik ist scheiße, Romantik ist Krankheit, Tod und was weiß ich. Aber ich bin sozusagen der Klassiker und die Klassik ist das, was auch die Fürsten überzeugt. Ne? Mhm. Also das okay. Erstmal, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen... Nein, kein Problem, ich schreibe das ein. Okay. Вот какое рассуждение. Во-первых, вопросы действительно очень интересные. Насколько я помню, Гёте очень с большим уважением относился к смерти. То есть он считал, что да, она, возможно, не очень хороший портретист, но ее следует уважать, потому что, ну, как бы она следует везде за жизнью. И это, ну, как бы это про гётовское, да, высказывание.
Но самое главное, что вот большая проблема состояла в том, что Гёте, будучи классиком, он как бы затмевал молодых романтиков, таких как Шиллер, Кляйст или, ну, там, Навалис или кто-то еще, и Гейне. И, ну, как бы для Гёте, по моему мнению, и я в целом с ним, ну, естественно, согласен, что романтизм присущ больному сознанию. То есть вот мне кажется, что граница между романтизмом и неромантизмом как раз лежит, ну, как граница между здоровым и нездоровым. И вот, ну, романтизм является там, где какие-то есть отклонения, там, ну, по крайней мере, не очень типичные явления, да, например, там, любовь мужчины к мужчине или... какие-то просто болезни или еще какие-то такие вот вещи, которые обществом не принимались. Гёте воспринимал самого себя как здорового, он был классик и, ну, такого непоследователя романтизма, хотя на самом деле у него тоже, естественно, романтические произведения были. А вот те молодые поэты, которые как бы являлись к нему, он, ну, просто он считал, что вот каждый из них не вполне здоров, вот поэтому он склонен к таким вот печальным рассуждением. И для него тоже граница проходит примерно так же, при этом, ну, себя он считал сначала здоровым, несмотря на то, что романтические вещи. Мне fällt eines ein. Goethe ist im Grunde genommen nur groß geworden durch den Werther. Das war seine Jugendsünde, aber auch sein Jugendglück. Das war sein Durchbruch. Der Werther. Was war die Folge vom Werther? Der Werther, also die Leiden des jungen Werthers. Mhm. Dieser Briefroman. Das war sein Meisterstück, wenn man so will. Da ist er geadelt worden in Deutschland. Da wurde er zum großen Dichter. Und was war die Folge? Hunderte von jungen Leuten haben sich umgebracht. Im Rausch des Werther-Wahns haben sie sich umgebracht und haben gedacht, dieser Selbstmord, ich bin jetzt der Werther, ich bin unsterblich, ich töte mich für meine Geliebte, die ich nicht haben kann. Das war auch ein Trauma für Goethe, dass er in Deutschland als ein Jugendmörder galt, der die Jugend hingemordet hat, der sie verleitet hat, sich selbst umzubringen. Entschuldigung. Да. И еще добавляет господин Киппинг, что если рассуждать о том, как Гёте стал великим, как он, ну, больше всего прославился изначально своим произведением «Страдания юного Вертера», как вы все знаете. И вот, возможно, вы также знаете, что в этот период, когда это произведение было издано, очень многие молодые люди тоже совершали суициды, ну, как бы по образу и подобию этого героя. И получается, что Гёте, который, ну, он почему относился к романтизму как к некой болезненной такой субстанции, как раз поэтому для него это была очень серьезная травма, потому что он, конечно, не хотел, чтобы люди себя убивали, а они начинали, ну, начиная с того, что они одевались как юный Вертер, а потом начинали убивать себя. И для него это было очень тяжелое переживание, поэтому, ну, у него такое особое отношение к романтизму, и у меня тоже. Das heißt, er war allergisch gegen Leute, die zu ihm kamen, sich als Dichter bezeichnet haben und plötzlich in romantischen Wolken schwelgten. Da hat er gedacht, oh Gott, das ist der Nächste, der sich umbringt. И когда к нему приходили также поклонники его таланта, такие все романтичные, такие все витающие в романтических облаках, он думал про себя: «Господи, Боже мой, это будет следующий самоубийца». Ну, то есть он испытывал действительно чувство вины из-за этого. Kleist hat es ja auch gemacht mit einer Freiwilligen, nicht? Die genauso unglücklich war wie er. Ein Kleist, der auf gleicher Höhe mit Goethe ist. Aber das wissen wir heute erst. Er selbst ist ignoriert worden, selbst von Goethe. Der hat ihn, was ist denn das für einer? Das ist doch wieder so einer, den kenne ich doch alle schon, diese kranken Typen. Mhm. Ja. Ну и Кляйст тоже, он был почти, ну или такого же уровня, как Гёте, но он гораздо менее известен, потому что он гораздо более, ну, трезвый, что ли, так скажем. И поэтому, ну да, романтизм – это боль. Ждем еще вопросов из зала. Их у нас очень много.
Добрый вечер, спасибо большое за замечательную встречу. А я хотел бы узнать, почему фильм заканчивается пустыней, а в пустыне стоит бюст Карла Маркса? Ja, das ist noch eine Frage. Erstens vielen Dank für diesen Abend. Und die Frage ist, warum ändert sich der Film mit einem Elenden und in dieser Elenden steht der Bust von Karl Marx? Also ich könnte jetzt auch meine Büste da hinstellen, weil mein Leben genauso ist. Entschuldigung. Ich weiß nicht, das ist eine Vision. Aber die gilt nicht nur für Marx, die gilt für mein eigenes Leben auch. Ich stehe da irgendwo, ich habe zwar nicht diese Büste, also diese, ich habe im Grunde genommen nichts, nur vielleicht, keine Ahnung, irgendwo eine kleine, ein Stein, ein Murmel, eine Murmel bin ich da in der Wüste, ein Sandkorn. Aber mir geht es genauso wie Marx. Es ist eine visionäre, eine Vision, habe ich das Gefühl. Die ist mir gekommen, das weiß ich nicht, warum sie gekommen ist, aber sie ist eben gekommen, weil sie unbedingt hier wollte, anscheinend. Okay. Da, на самом деле, ну, там мог быть какой-нибудь камень или какое-нибудь пустынное животное. То есть Карл Маркс – это просто то, что мне первым привиделось, что ли, так скажем, да, то, что мне показалось, что вот, ну, вот это будет ну, такое вот необычное завершение. То есть нельзя сказать, что там прям заложено какой-то, заложен какой-то очень глубокий смысл. Мне показалось, что вот, ну, надо так сделать, я так сделал. Das gilt aber für alle Menschen im Westen. Die sind so vereinzelt, dass sie nur noch Sandkörner sind. Aber vielleicht so groß, alle mit einem großen Ego, wie die Karl-Marx-Büste. Aber wir sind alle so vereinzelt heutzutage, es gilt nicht nur für mich. Jeder ist so einzeln in einer Wüste. Das ist das Leben im Westen. Ну и вот еще в какой-то степени это символ, ну Карл Маркс, как известно, определенные идеи выражал, и в частности одна из них была идея объединения, да, рабочего класса, а сейчас мы настолько все разъединены, и получается, что вот что-то такое большое, известное в пустыне, это как бы вот разъединенность, что люди оказались каждый сам по себе, вот как-то так. Was war die Frage? Vielleicht bin ich unfair und habe die nicht beantwortet. Ответила ли я на ваш вопрос? Все ли нормально? Was, ja, war die, ich hab die, war ich immer in der Euphorie eines Gedankens, vielleicht die Frage nicht erfasst habe. Es tut mir leid, wenn ich das может быть, я как-то неправильно понял вопрос? Или? Vielleicht kann man genauer fragen, weil Marx in der Wüste ist doch logisch zu der damaligen Zeit. Ну, also, по крайней мере, для меня вот это кажется логичным, что бюст Маркса в пустыне, вот по тем временам, это был, ну, очень логичный символ такой. Расскажите, пожалуйста, что-нибудь вокруг обратной связи, которую вы получали от людей, которые могли бы узнать себя в этом фильме? То есть, может быть, есть какие-то впечатления, связанные с этим, или с каким-то терапевтическим эффектом, который мог возникнуть, или какие-то, может быть, истории даже. Ну, то есть, вот что, просто мне кажется, что вот с таким фильмом... Может быть, связано какой-то опыт чьего-то, условно говоря, исцеления со звездочкой. Ну, то есть просто какой-то опыт переосмысления всего и собственной истории, или если у кого-то был схожий с вашим опыт. Вот такой у меня вопрос. Ja, noch eine Frage, und zwar, ob Sie vielleicht, nachdem der Film aufgenommen worden war, haben Sie vielleicht Rückmeldungen bekommen, wo die Leute beschreiben, wie der Film sie beeinflusst hat? Haben diese Leute sich vielleicht verändert, irgendwie etwas umgedacht, Entschuldigung.
oder so. Also irgendwelche interessanten Geschichten über die Rückmeldungen von Leuten, die den Film gesehen haben, wenn sie diese haben. Also die, es war ja so, dass der Film den wie heißt das, den Bundesfilmpreis in Silber bekommen hat. Ich muss das mal überlegen. Ist auch egal, wann es war. Jedenfalls ist er ja, hat er diesen Preis bekommen, weil die Antje Vollmer in dieser, eine Grüne, die jetzt tot ist, Antje Vollmer, die ist Pfarrerstochter gewesen und hatte irgendwie so plötzlich eine Eingebung, keine Ahnung, und hat sich für diesen Film eingesetzt und deshalb hat er einen Preis bekommen. Mittlerweile ist es so, dass ich und mein Film, meine Filme abgewertet werden, dass sie in den, sie sollen herausgedrückt werden, ins Abseits gestellt werden. Es soll nicht diese Art, Film zu machen, das ist ja eine Art, man will die Wahrheit herausfinden, egal ob ich sie jetzt treffe oder nicht. Aber ich versuche immer, manchmal schlage ich mir mit dem Hammer selbst auf die Hände, auf die Finger. Aber ich versuche sogar manchmal mit dem Hammer, wie Nietzsche sagt, nicht die Wahrheit zu sagen, sondern herauszufinden. Den Kopf auf den Nagel zu treffen, zu finden. Was ist jetzt genau, was ist der Punkt genau, um den es geht? Und diese Art von Film ist für den Westen nicht brauchbar, ist nicht nützlich. Ich bin nicht nützlich. Ich bin kein nützlicher Idiot für den Westen. Die brauchen nützliche Idioten, die Werbung machen für ihre Gesellschaft. Die Konsum machen, die mal Filme, die man konsumieren will, die man hineinfrisst und sagt, oh, Hollywood! Und dann sich schlafen legt wieder. Also metaphorisch gesprochen. Sie sollen den Schlaf der Menschen, um Gottes Willen, nicht stören. Ich störe den Schlaf der Menschen. Selbst heute, vor 2 Jahren lief der Film in Rostock. Da war eine Frau so aufgelöst wegen diesem Film, so empört, wie er am Anfang wahrgenommen wurde. Das ist auch diese Tötung der Tiere macht. Es ging mir nicht um die Tiere, es ging um die Gewalt, die in dieser Gesellschaft war. Aber die jetzt natürlich wieder da ist. Auf eine andere, defizile, auf eine sagen wir mal, viel, viel komplexere Art und Weise. Nicht so direkt wie damals. Es ging um die Gewalt, um die Vergewaltigung, um die eigene Vergewaltigung. Man wurde vergewaltigt. Und jetzt ist das Gleiche, aber man soll Lust haben. Man soll voller Lust sich vergewaltigen lassen von diesen Idioten. Von dieser ganzen Verbrecherbande, Entschuldigung. Aber das ist doch das, weshalb Filme gemacht werden. Die Leute sollen abgelenkt werden, sollen beruhigt werden, sollen herauskommen aus ihrem Alltag, sollen mal 2 Stunden träumen dürfen, von Millionär sein und was weiß ich, von Freiheit, dass sie sich frei fühlen und schön morden können, also hunderte von Leuten massakrieren. Das sind die besten Filme in Hollywood. Und dann können sie zurückkehren in den Alltag und können wieder ihren Dienst antreten als Sklaven. Also, und da bin ich nicht brauchbar. Und deshalb wird das alles abgewertet. Diese ganze Art des Filmemachens, übrigens die russische auch, die dahinter steckt, die Schule, die poetische Schule Russlands war eine Schule der Wahrheit. Die Wahrheit war die Revolution. Das kann der Westen überhaupt nicht begreifen, weil er nie eine gemacht hat und weil er sich wie der Teufel vom Weihwasser von der Revolution fürchtet. Er will dieses Kino nicht. Er will einen Schlaf. Schlaf weiter. Ein Hollywood ist prima. Roter Teppich. Stars. Überall Stars. Ein Paradies, was falsch ist. Ein künstliches Paradies will er haben. Okay, Entschuldigung. Ja, ich übersetze jetzt. Okay. Ну, во-первых, общая такая вот информация, что этот фильм когда-то получил серебряную медаль, да, или как, я точно не знаю, там просто серебро, да, назвал, на премию, да, государственную. Но при этом на самом деле то общество потребления, которое довольно типично для Запада, оно... ну, не очень воспринимает мои фильмы, поэтому
отзывы были очень часто негативные, то есть были какие-то вот высказывания, что ну а что там, ну вот 2 года назад в Ростоке показывал тоже этот фильм, и там какая-то дама очень сильно возмутилась, она тоже задала этот же вопрос про животных, да, вот бедные животные, он говорит, а ну а как же вот насилие над людьми, там практически изнасилование, да, это не важно, вот главное, чтобы животные были живы, это его очень возмущает, и он так, ну, вы слышали, да, экспрессивно очень говорит о том, что правда, или даже, скажем так, что человеку очень хочется посмотреть фильм, который, ну, там много, может быть, даже и крови, там и жертвы, и все остальное, но какой-то там хороший конец, и вот настоящий Голливуд, да, и все ярко, красиво, и можно идти дальше спать. Вот мои фильмы, как мне кажется, они мешают спать. И из-за того, что они мешают спать, я не очень удобный режиссер, не очень любимый, наверное. И ну вот такие вот конкретные истории он больше не рассказал, но отзывы были такие, ну, принижающие как бы его, хотя при этом ну как бы премию фильм получил, да, то есть вот какие-то вот ну, больше негатива что ли испытал он в качестве фидбэка. Und das ist ja ein Film als Droge, als Rauschgift fürs Volk. Das ist sozusagen der Ersatz für die Religion. Für diese Konsumreligion soll im Grunde genommen über den Film verherrlicht werden. Das ist im Grunde. Natürlich gibt es Ansätze immer noch von Kritik am System, aber wie du gehst da einen Millimeter zu weit. Du sollst schön geordnet Kritik üben, ja, Kritik, die nicht wehtut. Aber wehe, du gehst an die Wurzel der Dinge, dann bist du sofort ein Extremist. Und da ich nun mal ein Linker bin, werde ich sozusagen mit dem Maulkorb zum Schweigen gebracht. Ну и, если честно, вот это общество потребления, о котором говорила, что оно как бы ест кино, да, то есть вот, о, вкусное, о, классно, поели, да, то есть проглотили, и стало хорошо. И мне вот это вот не очень приемлемо, и также я отношусь к критике. Я не против критики, но она не должна... ну, делать больно, так сказать, да, и вот болезненную критику я, конечно, уже, ну, мне тяжеловато ее выслушивать, и поэтому слишком много историй я рассказать не смогу, наверное. Das heißt, das, was Russland vorwerfen, machen Sie genau selber. Machen Sie genau selber. Das, was Sie euch vorwerfen, machen Sie genau selbst. Aber Sie haben natürlich das Recht zu. Ihr nicht. Sorry. Ну и как представитель левого крыла, да, так скажем, я считаю, что и с Россией сейчас, между прочим, происходит то же самое. То есть то, что вам, те претензии, которые предъявляют к вашей стране, они очень похожи на то, что вот говорилось по поводу моего фильма. Да, еще один вопрос. Скажите, вот у вас показаны события 17 июня революционные в ГДР. При этом там Красная Армия, она арестовывает всех этих грубиянов, которые нападали на мальчика и которые где-то ошивались вокруг деревни, на эти опасные два типа. Я так понимаю, что они то есть, тоже русские или они все-таки не русские? То есть... Noch eine Frage, bitte. Es gibt die Ereignisse vom 17. Juni von der Revolution in der DDR. Und die Frage ist eigentlich über diese zwei gefährlichen Typen, die verhaftet worden waren und ob sie auch Russen oder nicht Russen waren, die von der Roten Armee verhaftet worden waren. Sind sie Russen? Also, das sind keine Russen. Das ist eine überhöhte Figur. Also das erinnert mich wirklich jetzt an den Film von mit den das letzte aus der DDR mit diesen Clowns. Ich habe hier versucht, zwei Figuren zu überhöhen. Also nicht diese Gewalttätigkeit in zwei Figuren zu packen, die mehr narzisstisch daherkommen als russisch. Also das ist nicht russisch. Das ist so eine
Das ist sind überhöhte Figuren, wie diese, Entschuldigung, wenn ich das sage, wie diese zwei Clowns in dem Film Letztes aus der DDR, im Grunde genommen. Ne? Weil ich dachte mir, du packst die Gelegenheit beim Schopf, modernes Kino, die haben ein Kanonenrohr auf der Schulter und ballern einfach wie Terroristen dann in der Gegend herum. Und also dieser Ausdruck von Terror, von Gewalt, das hat aber nichts mit Russen zu tun. Das ist sozusagen, das ist für mich, das ist wie wir bei der DDR, ist es für mich ein Mittel gewesen, um die Gewalt zu personalisieren. Also die aggressive Gewalt, diese Schichten, um das zu personalisieren. Das sind vollkommen zwei absurde Typen, die hat es nie gegeben in Wirklichkeit. Also, ich wüsste nicht, vielleicht. Die erinnern mehr an die Glatzkopf-Bande, Entschuldigung. Es gab in der DDR eine Bande, die hieß Glatzkopf-Bande. Und da gab es sogar einen Film darüber, der aber dann verboten war. Es gab eine Glatzkopfbande, die hatte Runde gemacht im Buschfunk, gewissermaßen in der DDR, dass Leute, die sich die Glatze haben scheren lassen und dann Überfälle begangen haben. Ich habe keine Ahnung, was sie getrieben haben, aber es war sozusagen als Symbol damals von Glatzköpfen, jetzt mehr narzisstisch, wenn man so will, nicht linksorientiert. Und das ist so ein Abklatsch. Nein, nicht ein Abklatsch. Ich wollte, wie gesagt, wie drücke ich das aus? Der 17. Juni war doch im Grunde genommen eine Tragödie. Das waren doch nur Demonstrationen. Es war genauso wie die Revolution hier, die sogenannte von 89. Sie sind nach 17 Uhr, nach Feierabend, sind sie auf die Straße gegangen. Und so war das ähnlich auch 53, jedenfalls in der DDR, also nicht in Berlin. In Berlin sind die Westberliner alle rüber. Weiß man nicht, wer hat nun angefangen. Keine Ahnung, ich will das denen nicht in die Schuhe schieben. Aber man konnte ja ausweichen noch. Ne? Man konnte einfach über die Grenze gehen, da war man den Zugriff der Russen oder der deutschen Polizei weg. Im Lande waren das doch mehr Demonstrationen. Also sozusagen eine Bitte an die Regierung, wir möchten gerne, dass es dann die freien Wahlen und was weiß ich, das kam dann aus irgendeiner Ecke, wie plötzlich kam in Leipzig, habe ich erlebt, 89, da kam plötzlich zur Rockfilmwoche Plakate, Deutschland eigentlich Vaterland oder so. Wo kamen die her? Die wurden im Westen gedruckt anscheinend. Also im Osten nicht. Die waren so perfekt, so wunderbar. Nicht, dass ich dagegen war, um Gottes Willen, es gab keine Alternative. Aber Entschuldigung. Ich übersetze. Okay. Во-первых, я не могу сказать, что они русские, потому что они в большей степени персонализация насилия, эти два типа. А для меня это все-таки больше, ну, как бы в нацистскую сторону, да, то есть это не русские для меня ни в коем случае. Я не указывал, ну, как бы ничем не показывал, кто именно были эти люди, это просто персонализация насилия. Ну, и дальше некоторые рассуждения были уже связаны с историческими событиями, то есть события 53-го года он сравнивает с падением потом Берлинской стены в 89-м году, что, ну, это было очень похоже, но в деревнях, то есть как бы не в городе происходили события, которые, может быть, не такие масштабные были, но они тоже очень пугали, и не то чтобы я был против объединения Германии, но на самом деле, ну, вот все это было, ну, сопряжено с большим количеством насилия, о котором, может быть, даже не все и не всегда знали. И вот эти две фигуры в фильме, они в какой-то степени это насилие, ну, персонализируют, да, персонифицируют. Есть ли еще вопросы? Есть. У меня короткий вопрос. Просто Навалис, наверное, мой, не знаю, как сказать, любимый поэт, наверное. И когда вы первый раз прочитали Навалиса, и с чем для вас это связано? Спасибо. Eine sehr kurze Frage. Novalis ist mein Lieblingsdichter.
vielleicht. Und ich möchte Sie gerne fragen, wann, in welchem Alter haben Sie zum ersten Mal Novalis, etwas von Novalis gelesen und was gerade war das, wenn Sie sich daran erinnern können? Oh je. Ich habe bestimmt über Novalis in der Schule schon gehört, wegen der blauen Blume. Also weil dieser Begriff blaue Blume, der taucht sehr früh auf, auch in der Schule. Also weil die Blume, also wobei er, wie gesagt, Novalis galt in der DDR mehr als Versponnener, als Lyrik, Schöngeist, ein Schöngeist mehr. Ne? Er war nicht verfemt, ich habe gestern gesagt verfemt, das war er noch nicht mal. Er war nur ein bisschen belächelt, sagen wir mal so. Er war ein bisschen, naja, der mit der blauen Blume. Und das ist sozusagen, in diesem Ton ist er auch vorgestellt worden. Er war aber sehr früh schon in der Schule, meines Erachtens, wir haben in der Schule immer, also wir haben nicht nur gesungen, alle Volkslieder, sondern wir haben natürlich auch die Dichter, die diese Volkslieder, die meistens auf die Befreiungskriege unter Napoleon zurückgingen, die haben wir angesprochen, die wurden angesprochen in der Schule, schon damals schon, das war wunderbar. Und auch Novalis ist in diesem Zusammenhang, also jedenfalls die blaue Blume, da kann ich mich... Das ist gefallen. Aber Novalis ist immer der Schöngeist gewesen. Der gewesen, nicht der Kämpfer, war das natürlich die kämpferischen Lieder und der Volkslieder mehr bevorzugt, Dichter und so weiter, aber natürlich Goethe, Schiller und so weiter auch, aber die Romantiker waren auch, weil sie mit, gewissermaßen mit, als Teil der nationalen Bewegung, der deutschen Bewegung, die damals gelehrt wurde in der Schule, dieses Nationale um die Befreiungskriege herum, gegen Napoleon. Das war gewissermaßen die Initiation. Und da ist natürlich Novalis auch erwähnt worden. Die blaue Blume war dann gewissermaßen das Symbol der Freiheit, wenn man so will. Nicht? Das war eine, auch wenn, selbst wenn es nur ein Schöngeist ist, aber das ist sozusagen ein eigenständiges Symbol, ein deutsches, wenn man so will. Und natürlich ist Novalis da erwähnt worden. Der ist nicht verfemt worden. Und ich liebe den auch. Aber es geht nicht darum. Es geht auch darum, dass man den man liebt, doch mal die Wahrheit sagen muss, wenn er da sich vertut. Und den mit dem Krieg, das finde ich nicht in Ordnung, was er da von sich gibt. Das kann man so sehen. Damals war der Krieg ja legitim zwischen den Leuten. Aber heute ist das für mich kein Thema. Ich bin dagegen. Ich will diesen Scheißkrieg nicht. Alles klar. Значит, ну, самый главный ответ на ваш вопрос – это «Голубая роза». И это было еще в школьные годы, потому что Новалис, среди прочих представителей различных направлений литературы, а также народного творчества немецкого, он входил в школьную программу. То есть это были еще школьные годы. И дальше просто уже немножко рассуждение, да, на тему, что это был символ в какой-то степени, ну, народного такого движения, разного периода, например, периода освобождения от Наполеона там и так далее. То есть это все обязательно изучал в школе, но тем не менее я бы сказала, что хотя, ну, это классическое, самое первое произведение Новалис, которое обычно все изучают. То есть неудивительно, да, что оно и для меня тоже было первым, но так вот сказать, что он прям безумно меня впечатлил тогда, я не мог. То есть позднее он для себя открыл этого поэта. И еще было замечание о том, что Новалис в Германии, вернее в ГДР, не то чтобы запрещали, его не запрещали, но его как бы высмеивали, то есть немножко такой с усмешкой, когда упоминалось имя этого поэта, ну, как-то вот преподаватели там, как-то немножко, ну, такой, так уж, забавный, вот, хотя, конечно, ничего забавного в этом нет, и это очень жаль, потому что поэт действительно, ну, вы не зря его любите, одним словом.
Und ich bin sicher, dass wir hatten immer Ausflüge gemacht in die Natur. Ich bin sicher, dass es irgendeine Lehrerin gab, die uns aufgefordert hat, blaue Blumen zu suchen. Da bin ich sehr sicher, dass wir das mal gemacht haben. Dass wir blaue Blumen als nicht nur Freiheit, sondern Liebe. Ausdruck für ein nicht blaue Berge, Wildwesten, sondern eine blaue Blume. Das ist doch, mein Gott, Naturverbundenheit. Besser geht's nicht. Natürlich ist uns das vermittelt worden, weil damals es ganz wichtig war, dass wir ein Gefühl kriegen für die Wahrheit der Dinge. Und da war ein Novalis gewissermaßen auch mit dabei, weil er uns humanistisch etwas gelehrt hat mit dieser blauen Blume. И еще отдельно про голубую розу, еще вот, что, ну, даже вот то, что Навалис выбрал именно цветок, да, в немецком это называется не голубая роза, а голубой цветок произведения. И он выбрал, ну, он же мог там голубые горы какие-нибудь, да, еще что-то описать. Он использовал именно цветок как вот символ любви. И я думаю, что некоторым учителям, вот когда в школьной программе это изучалось, им удавалось все-таки донести до детей. По крайней мере, я это воспринял так, что, ну, действительно, он обучил нас чему-то гуманистичному очень, гуманистическому. Вот. Гуманистичному. Yeah. Хервик, большое спасибо за фильм. У меня вопрос, связанный с детскими персонажами. У вас их много, и, наверное, вашу картину можно назвать даже таким о такой небесной пионерии. Да, какие задачи вы ставили для себя? Какую образную систему детскую вы хотели создать? Kipping, vielen Dank noch einmal für Ihren Film. Und die Frage ist über die Kinder. Im Film. Sie haben so schöne Gestalten gemacht und so eine Art Himmelpioniere. Und ich würde Sie gerne fragen, welche Aufgaben Sie sich selbst gestellt hatten damals und welche Gestalten wollten Sie bilden und ob Sie diese Gestalten wirklich gebildet haben, ob es gelungen ist. Zum Teil. Man will immer viel mehr. Ich auch. Was eben möglich war. Also ein paar Ansätze gibt es schon, wo die da in den Holzzuber steigen, die Familie, die das noch machen. Ein schöner Moment, wo die Marie da sitzt mit ihren Blonden in all ihrer Pracht, in ihrer Schönheit. Da wurde sie ja erst entdeckt. Sie war ja gewissermaßen ein bisschen, Entschuldigung, in der Wirklichkeit eine graue Maus. Und plötzlich haben wir sie entdeckt als mit dem Strahl, mit den blauen Augen, blaue Blumenaugen. Im Grunde genommen hat sie blaue Blumenaugen. Ja, das haben wir ja erst entdeckt. Plötzlich war sie so, und der Kameramann sofort begriffen, das ist sozusagen fast eine Ikone und so. Nein, natürlich wollte ich die Wahrheit über meine eigene Kindheit herausfinden. Irgendwo, man muss sozusagen, wenn man die Wahrheit finden will, muss man sich in einen Prozess einlassen, wo es nicht immer geradeaus geht, wo es hin und her geht, wo man in furchtbare Widersprüche gerät, durcheinander geschüttelt wird. Weil wenn man die Wahrheit herausfinden will, kommt sofort 10 Lügen oder weiß ich, Widerstände dagegen, die sich aufbauen und einen versuchen, daran zu hindern. Das ist fast wie ein Naturgesetz, keine Ahnung. Also man muss sozusagen immer wieder Anlauf nehmen, um die Wahrheit über sich selbst herauszufinden, weil das das Wichtigste ist, weil das die Quelle ist der eigenen Kraft und der eigenen Kreativität, wenn es sowas gibt. Прям вот конкретную, очень четкую задачу я себе не ставила, но это однозначно связано с поиском себя. То есть вот создание детских образов, это, ну, найти, ну, не говорит прямо так господин Киппинг, но я так поняла, что вот как бы из ребенка, и, кстати, он снова упоминает голубую розу, да, уже вот говоря о Мари, о девочке, что, ну, как бы вот мы, во-первых, как только мы увидели эту девочку, мы сразу поняли, что она должна быть в нашем фильме. Вот, то есть это не то, чтобы задачи были какие-то, но нам хотелось показать, как вот, как можно себя попытаться найти
вот через вот эти детские образы. И нам кажется, что, ну, ему кажется, что это удалось. Jeder ist ja, das finde ich so großartig im Russischen, da gibt es dieses Matroschka-Bild. Jeder ist ja sozusagen so eine Matroschka-Figur und hat in sich all diese Matroschken. Und wenn man sozusagen die kleinste findet, diesen Goldnuppel da, nicht den man im Bauch der Mutter war oder den Anfang gewissermaßen, das Gold, Meister Eckhart sagt den Funken Gottes, also diesen Goldfunken, diese göttlichen Funken, wenn man den sieht, in den Matroschkas zurückgeht, ne, und den göttlichen Funken findet, dann hat man den Schlüssel gefunden, eigentlich zu fast allem. И еще я бы вот, ну, как бы, поскольку я говорю с русскими, вы все знаете национальную куклу, да, матрешку, и вот мне кажется, что там тоже вот образ, который как матрешка, да, раскрывается, и в самой глубине мы находим искру Божью. Вот это тоже мы попытались как-то показать. Еще вопросы есть? Есть вопросы, да, нет? А, нет. Хорошо, тогда спасибо. Да, если можно, да, или вы сейчас. Да. Ага, ну тогда такой вопрос. Смотрите, фильм снимали вы в 1991 году, когда происходила демифологизация вот этого мифа о коммунизме. И вообще весь 20 век – это сплошная демифологизация. Там почва и кровь, фашизм, нацизм – все это было в итоге демифологизировано. Но в итоге получается вот эта пустыня, да, пустыня одиночек. Дело в том, что миф, он имеет такую функцию в консолидации, скреплении через приобщение к мифологии. И вопрос заключается в том, что вот сейчас 21 век, уже прошло 44 года, да, 34 года со дня съемки фильма. И как вы считаете, какие-то новые мифы появились? Вот эта пустыня чем-то заполняется, может быть, какой-то эклектикой? Или, может быть, единственный образ – это большой гипермаркет? Мифология гипермаркета – единственный миф, который выжил в 21 веке. Вот хотелось узнать ваше мнение. So, noch eine Frage, wenn Sie noch nicht zu müde sind, wenn ich darf. Ja, ich bin selber. Also, die Frage ist so, zuerst eine Prähistorie sozusagen. Sie haben Ihren Film in 1991 gedreht und zwar um die Zeit, als eigentlich überall diese Entmythung, wenn wir so sagen können, also keine Mythe mehr überall waren. Und die Frage ist, ob es jetzt nach 34 Jahren seitdem, ob es noch wieder die Wüste ist oder ist vielleicht ein neues Myth entwickelt worden. Vielleicht ist es einfach ein großer Hypermarkt. Aber also, ob es etwas gibt, was diese Wüste nicht nur mit dem großen Hypermarkt, sondern mit vielleicht einigen anderen Dingen gefüllt hat im 21. Jahrhundert. Also bei mir ist es dieser Ausspruch von Marx, den ich gewissermaßen zu meinem Lebenselixier, Formel, keinermaßen, versucht habe zu machen. Die Freiheit eines jeden ist die Voraussetzung für die Freiheit aller. Die Freiheit eines jeden ist die Voraussetzung für die Freiheit aller. Und ich frage mich um Gottes Willen, warum ist dieser Satz, der für den Kommunismus gelten sollte, niemals in der DDR irgendwie angesprochen worden? Ich habe das Gefühl, der galt sozusagen in 500 Jahren, ich erinnere mich an ein Gespräch, in 500 Jahren vielleicht stellt sich die Frage Kommunismus. Man muss mal sich vorstellen, 500 Jahre. Also dieser Spruch, die Folge dieses Spruches ist, dass ich noch einsamer bin, weil jedes Mal, wenn ich diesen Satz anwende, wird er natürlich missbraucht. Alle nehmen mir die Freiheit weg. Das ging schon bei Novalis los. Da habe ich versucht, unbewusst diesen Satz anzuwenden und jeder hat sich die Freiheit genommen und hat gemacht, was er wollte.
Und das ist bis jetzt so geblieben, aber es ist mir egal. Auch wenn das erschütternd, scheißegal, wenn es immer wieder schief geht. Es ist trotzdem ein wahrer Satz. Es ist eine Perle. Das ist keine Wüste. Das ist eine das ist dieser goldene Funken, der noch da liegt. Der goldene Klumpen in uns selber. Wenn wir das entdecken. Und zum anderen, aus China kommen jetzt diese, was hier jetzt so Smartphone ist, diese kleinen Actionkameras. Und ich kann, um Gottes Willen, ich bin zwar nur ein Sandkorn in der Wüste, aber ich kann diese Filme machen. Das konnte ich früher nicht. Früher war man abgeschnitten. Da war Film immer mit der Industrie verbunden, mit Technik, wo die Hand drauf hatten, die Mächtigen. Wo man nicht herankam. Die schneiden einen ja ab vom Geld, von allem. Die hacken dir die Finger ab, die Hände ab, die Beine ab. Aber aus China kommt ja, ich glaube, Insta, ne? Diese 360-Grad-Action-Kamera. Und da mache ich jetzt, natürlich ist der Ton, die Sprache verheerend schlecht. Na und, ja, dann rumpelt es eben immer, ich kann es nicht ändern, der Ton ist beschissen, aber weil es ein wunderbares Bild kann man machen. Das heißt, es gibt Hoffnung, Leute. China ist die Hoffnung, wer hätte das gedacht? Das ist immer super, wenn wir eine Hoffnung haben. Но мне кажется, все-таки нет пустыни сейчас настоящей. Она действительно, ну, если вы знаете то, что говорил Карл Маркс о свободе, да, как о осознанной необходимости и о том, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода других. Вот я считаю, что пустыня постепенно заполняется, и на самом деле люди есть надежда, потому что, нет, не только гипермаркет большой там стоит, да, там, ну, как бы немножко сместились, возможно, акценты, ну, больше в индустриальную сторону, да, как бы достижения техники, они стали такие огромные, что, ну, вот, например, небольшой там китайский телефон какой-нибудь я могу использовать, чтобы снимать сейчас что-то, что, возможно, гораздо красивее, чем мои ранние фильмы. И, ну, пока вот это вот все есть, я думаю, что все-таки есть надежда. Вот улыбается и говорит, надежда есть, люди. Ну, здорово. На этой ноте я хотел бы поблагодарить Хервига за фильмы, Марию за перевод, зрителей за внимание и за вопросы. Ich möchte Sie für Ihre Filme mich bedanken und auch die Zuschauer für ihre Fragen und да, и позвать вас всех 18 числа на фильм «Навалис голубой цветок» Херуга Киппинга по адресу und am 18. Juli Salon Голливуд, биржевая 12, всех ждем. Über Novalis, die blaue Blume. Начало в 19 часов. А с Херугом Киппингом мы встретимся в 20 часов по берлинскому времени. Und wie heute werden die Zuschauer zuerst den Film sich ansehen und dann werden wir um dieselbe Zeit uns treffen und ich werde wieder für Sie dolmetschen. Danke und wunderbar. Liebesgrüße nach Petersburg. И большие приветы, наилучшие пожелания Петербургу. И спасибо. Vielen Dank. Und alles Beste. Bis zum Sonntag. Sonntag. Bis Sonntag, ja. Okay. Und vielen danke Dank für die Übersetzung. Die ist, bitte schön. Also